bin der Lukas aus Hamburg, bin fremdfreireisender Bootsbauer, seit 7 Monaten auf Wanderschaft, baue hier auf dieser Soli-Baustelle gerade mit anderen Kameraden bzw. Wandergesellen einen Einbaum. Das ist mein erstes Boot, was ich baue, also ich fange quasi bei dem Urboot an und ja, bisher läuft es ganz gut, ich bin sehr begeistert dafür, dass ich das noch nie gemacht habe und ja. Ja, ich bin der Marcel, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Weinheim an der Bergstraße, das ist bei Heidelberg und ja, ich bin von Beruf Tischler. Gerade spalten wir hier Schindeln und besonders interessant finde ich eigentlich, dass hier dass man sieht, wie die verschiedenen Gewerke zusammenarbeiten. Ja, ich bin der Moritz, komme aus der Nähe von Bamberg, bin 22 Jahre alt und bin Schreiner, bin seit 2,5 Jahren auf Wanderschaft und ich finde das Projekt hier in Bernau, das hat mir so imponiert. Ich habe mir gedacht, so arbeiten wie im Mittelalter ist interessant und ja. Ich bin der Tobias, ich bin 24 Jahre alt, komme aus der Nähe von Stuttgart und bin seit 2,5 Jahren auf Wanderschaft. Ich bin Schmied und es ist recht praktisch, auf so einer Mittelalterbaustelle einen Schmied zu haben. Wie jetzt in dem Fall, habe ich gerade einen Meißel für die Steinmetze neu ausgeschmiedet. Das ist einfach ein Teil, was sich immer wieder abnutzt und wenn man Schmied da hat, kann er das einfach wieder schick machen. Der Mittelalterbaustelle der Steinmetzmeister. Ich war vor 9 Jahren war ich auf Wanderschaft für 3,5 Jahre. Das ist mein Bruderherz. Wir sind im selben Schacht unterwegs. Ja. Ja, ich bin Andi. Ich bin 29, aber noch auf Wanderschaft, jetzt seit 3 Jahren. Ich bin Steinmetz. Fangen wir mit Kalkbrennen an bis Sonntag. Vorne gibt es eine WIP-Drechselbank. Es wird ein Dach geschindelt, es werden Grenzsteine gespalten, es wird der Mörtel mit der Hand angemacht. Wir haben den Mittelalterkran auf der Baustelle. Es gibt halt hier viele Sachen, die man sonst im normalen Alltag gar nicht mehr macht als Handwerker. Und ich glaube, das hat die Leute auch hergezogen. Ich bin Eva. Ich bin jetzt seit knapp 2 Monaten auf der Straße unterwegs und bin 26 Jahre alt. Ich bin Tischlerin. Es ist eher selten für mich, dass ich auf dem Dach stehe, aber es ist eine sehr schöne Abwechslung.